Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, komm. Ja, wir kommen. Sollen wir mal da rein? Oh, hast du Parfüm benutzt? Ja, hat sie. Mhm. Minion Parfüm. Das ist ja auch der. Ja, lass das, um das Gottes ist mein Willen. Lieblingsparfüm. Wo meint ihr, die sowas nie geben sollten? Na, Kinder sollten kein Parfüm haben. Ich nehme das gar ist doch Kinderparfüm. Hey, Mama! Hier! Oh, Lumen! Ich hab doch nur eins Bitterblüten. Ist doch gut jetzt. Nur eins Bitter und du kannst ihn mit deinem neuen Mädchenparfüm machen. Na bitte nicht. Ziehen, ziehen. Ja, ich habe keine eine Polster. Fehlen ja die Polster schon. Stimmt, das hier ist zu groß. Papa, ich. Mann, ich krieg diese hier. Ich. Mama, ich kann bitte reden. So, weiter. Ja, wir haben so mein Telefon ist noch kaputt gegangen. Und habe ich den geschrieben, war, hast du das gelesen? Hatte ich mal auf YouTube, weil ich mich nicht melden konnte, habe ich einen YouTube geschrieben. Ja, das ist mein Telefon schon seit drei Wochen kaputt ist, ja. Und dann habe ich mir ja neu gesorgt, einen Motor von einer Laser. Und jetzt haben sie mir von der Baustelle außen aufgeklaut, ja. Du bist schon ein Wolfstropfen, ist gar nicht. Hallo! Hallo! Bin ein Baby! Bin einfach ein Baby. Gab's denn das bei M60s? Diese Gummipuppen? Hallo! Gummipuppen hätte er gewesen. Oh ne, formal ist 70 Gummipuppen. Achso, nicht. Sander Müllkopf mal. Achso, ne, ich hab den Kinderarzt nicht, vielleicht. Das ist ja auch nicht. So eine große Box zum Rindreiben. Und nicht so. Ich hab's nicht. Was willst du denn machen? Mama, du bist so eine Jalousie. Wieso bist du ein Arsch? Also erstmal muss ich ja auch abnehmen. Muss immer der Arsch sein. Aber ihr nimmt es ja automatisch ab. Was hast du denn jetzt gesagt? Jemand muss immer der Arsch sein. Und da würdest du wahrscheinlich sagen, oh, hab ich trainiert. Also kommt so ein Sixpack an. So runter die Haut geschoben, so zum Implantieren. Das war ja so ein Bauch und dann hast du so eine Platte drunter. Ja. Gibt's alles schon. Ja. Einfach mit den Füßen! Fliegen, Molo! Darf ich auch mal fliegen? Nee, ich wollte welche mitbringen. Ach, deswegen die Nüsse. Jetzt habe ich diesen. Ja, Marlies, äußer ruhig dein Unmut. Du wolltest was sagen? Mhm. Oh, ich bin so müde, ey. Was ist denn los? Was ist los mit dir? Sonst will ich doch immer die. Ich habe gedacht, ich will schlafen gehen. Ach so, ich habe ganz vergessen. Ich habe ja auch hier Süßigkeiten. Oh, was ist denn hier? Das ist schon wieder alle. Guten Morgen. Wir gehen jetzt gleich in die Schule. Ja, Fünf Minuten. Keiner hat frei hier. Alle müssen noch arbeiten. Wegpacken und losgehen. Tschüss, Marlies. Tschüss, bis gleich. Ah, ist das schön. Oh.
Thorstens Baby ist da. 3 Uhr heute Morgen. Kaiserschnitt. Ist sehr klein. Muss zur Beobachtung. Angeschlossen. Gegen Herz. Das ist ja auch so klein und so, ne? Aber hoffen wir mal, dass es alt tut. Naja. Ja, waren die Herztöne bestimmt nicht so gut denn? Die Herztöne waren nicht gut, Alter. Mhm. Ja, besser so, als dass irgendwas passiert. Deswegen haben sie ja geholt. Mhm. Ach schön, der Florian ist da. Der Florian! Mensch, der Florian ist da! Geld ist angekommen für BMX. Dann wir schnell noch. Mensch, der passt ja. Geld ist angekommen. Der Florian ist angekommen. Da, Lumi ist auch da. Jetzt los, jetzt wird die essen. So, der Cruiser wird heute in Angriff genommen. Material ist bestellt. Auch ein schöner Auftrag. Der letzte gute Auftrag in diesem Jahr wahrscheinlich. Was machen wir denn da? Wollen wir mal an deinen Geburtstag direkt feiern oder wollen wir am Wochenende dann alle Zeit haben? Natürlich. Freitag dann. Ja. Dann feiern wir Samstag. Dein Geburtstag. Na, dann haben die auch alle wirklich Zeit. Naja, meine ich ja. Was willst du machen? Existieren? Fertig? Ja, aber willst du feiern oder nicht? Willst du deine Freunde und ja. So einladen? Wo essen gehen? Essen gehen. Sagen wir uns in 60s Samstag um 60s, yeah! Willst du auch mal? Okay. Also am Samstag im 60s nach dem 31. Oktober. Wenn er aufmacht. Das müssen wir. Wir sprengen jetzt 60s. Ich wollte eigentlich. Mensch, die will nicht, die Katze. Alter, guck dir die an. Die will nicht. Die will nicht. Die will nicht. Die krallt nicht. Guck mal, die Kralle ist schon draußen. Volles Programm. Guck. Siehst du? Cool. Hat gut getan. Hat gut getan. Du kriegst gleich gut getan. Mensch, Mietzi, was macht die mit dir? Ey, ist ja Vergewaltigung. Ich würde das anzeigen. Ich wollte eigentlich zu meinem Geburtstag 1000 Abonnenten haben und diese 1000 Abonnenten-Special-Ding machen. Aber. Irgendwie stagniert es gerade. Ich muss trendiger werden. Ich gehöre auf die Trendy-Page. Aber du wirst 40. Ich werde 40, Alter. Du bist alt. Für die Leute. Stimmt, ich bin nicht trendy. Das hat mit trendy nichts mehr zu tun. Sogar Papa gefällt seine weißen Haare. Sogar mir gefallen meine weißen Haare. Tü-tü-tü-tü-tü. Mama, weißt du, kann wie seine weißen Haare dann behalten? Wer? Ja, eigentlich habe ich gedacht, ich kriege 1000 Abonnenten zusammen tatsächlich, ja, weil die ging nicht richtig gut. Also 10 am Tag dachte ich mir, hast du ja nun locker. Aber irgendwie jetzt bin ich gerade sehr abgefallen in der Bewertungssystem bei YouTube. Offensichtlich. Entweder wird das nicht ordentlich angezeigt oder wie auch immer. Vielleicht damit du die 1000er Marke nicht schaffst. Ja, das kann durchaus sein, dass die so einen Rhythmus drin haben. Er meinte, ich sollte die Videos vielleicht anders bearbeiten. Würde ich gerne machen, aber ich habe die Zeit dafür gar nicht. Ich mache es nebenbei. Ach, würde ich gerne auch machen. 3 Minuten 44. Ja, deshalb bist du ja immer dabei, irgendjemanden zu finden, der das macht, aber der müsste halt dein ganzes Material einkriegen. Ach, das sind meine Haare. Entschuldigung, ich habe hier ein Haar zu liegen auf dem Pullover. Du wolltest die ganze Zeit wegmachen. Ja, natürlich. Das ist ein Top-Video hier, der Tommy repariert, Freilaufkörper. Oh, lecker! Aber das ist auch kein Vlog, das ist ein Reparaturvideo. Ja, das ist genauso, wie ich es eben nicht machen kann, außer im Winter. So eine Videos kann ich im Winter machen. Ja? Genau das habe ich aber auch schon gesagt, auch kurz danach. Nein. Dass man diese Videos, die so hart geschnitten sind hintereinander, kann ich nur im Video machen, im Winter machen. Wenn man das im Original sieht, das Video als Rohschnitt, dann ist das genauso, wie ich alles andere auch mache. Dieses Video zu schneiden, habe ich 1,5 Stunden gebraucht.
Das ist so lange. Von der Zeit her waren es aber eben nur eine halbe Stunde. Insgesamt. Das ist genauso lange, wie ich jeden Abend jetzt Zeit habe, Videomaterial zu sichten und zu schneiden von insgesamt 6 bis 7. Vielleicht sogar 8 Stunden manchmal. Außerdem geht es auch ein bisschen um mich und meine Familie. Und alle anderen Themen. Kommt eh schon zu kurz. No. Nicht nur um wie repariert man oder so. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Sondern das ist mein täglicher Arbeitsablauf einfach nur. Mehr ist es gar nicht. Wenn ich nur einen YouTube-Kanal hätte aufgemacht. Und nicht andersrum. Ich habe erst einen Fahrradladen aufgemacht. Und dann YouTube. Aber hätte ich erst einen YouTube-Kanal aufgemacht, um dann Fahrradvideos zu zeigen und dann Fahrrad. Das hier ist einfach nur eine Wechselsache. So Videos heiß produziert. Dann würde es anders aussehen. Na, das Schöne ist auf alle Fälle. Das Schöne ist auf alle Fälle, dass man jetzt, man kann auch über die Videos hinweg, über mehrere Videos hinweg jetzt Sachen verfolgen, zum Beispiel wie ich jetzt hier so einen Cruiser aufbaue. Da kommen heute die Teile oder zumindest ein Teil davon. Kommt schon mal. Da wird ja aufgebaut. Und die Leute, die natürlich so ein Video haben wollen, wo alles kompakt in einem Video ist, naja klar, die kommen natürlich auf meinem Kanal zu kurz, aber das ist nun mal so, das ist tatsächlich so. Da kann ich auch nichts dagegen machen. Das ist ja auch nicht Genau, das ist nicht geplant. Das ist auch nicht, wie gesagt, vorher abgesprochen oder aufgeschrieben, jetzt machen wir einen Drehplan für so und so. Sondern es ist so, wie kommt, kommt's. Und wenn was Interessantes bei ist, ist was Interessantes bei. Deswegen ist das schon klar, dass das nicht so trendy sein wird hier alles. Ach, Lumen, gibst du mir bitte meine zurück? Man, ihr macht so viel Quatsch nebenbei, das ist okay. Ich kann alles ja überhaupt nicht gebrauchen. Wenn jetzt den Dank in die Mail zwischen Kopf gehen, muss ich da jetzt wieder hin. Das ist zum Beispiel auch das nebenbei, dann, das ist ja nicht so geplant und ich brauche jetzt mal meine Studio-Atmosphäre. Ich sitze hier, kau auf dem Brötchen rum, ich habe die Katze im Arm, meine autistische Tochter macht hier irgendeinen Quatsch mit Mutti und Mutti jammert rum über ihre Haare. So. Das will keiner sehen, das ist mir klar. Und Thorsten hat ein Kind bekommen. Und das Geld ist dafür BMX und alles ist nebenbei und Lay muss ich alles im Laden organisieren. 12 Stunden lang übrigens und danach ich alles wieder zusammenschneiden, die 12 Stunden. Ich hab nämlich meinen roten Faden verloren, den ich gerade in die hatte. Also wie gesagt, hier das normale Leben, klar, ich weiß, wie ich mehr Leute animieren könnte, ja, das weiß ich, dazu kurz zu schauen. Aber dafür fehlt mir schlichtweg die Zeit. Ich muss halt Geld verdienen. Ich habe eine große Familie und ich muss das Geld verdienen. Und das Geld kommt nicht, ich betone nochmal, nicht über YouTube. Da kommt nicht ein Cent, ist bisher zurückgeflossen. Nicht ein Cent. Und ich mache das seit 2 Jahren intensivst. Jeden Tag. Mit einer Investition von, ich möchte ja nicht drüber reden. Wenn man dann die Zeit noch dazu rechnet, die man ja manchmal gar nicht macht, aber dann... Dafür habe ich aber auch die Playlist gemacht. Für alle, die so gut geschnittene Videos sehen wollen, einfach auf Tommy repariert auf die Playlist gehen und sich da die Videos angucken. Für alle, die den normalen Alltag weiterhin verfolgen wollen, gucken sich einfach die Vlogs an, die auch manchmal stundenlang langweilig sind. Das ist auch real. Kann man ja vorspulen. Für alle, die irgendwelche Spezialsachen sehen wollen, gehen auf Specials. Also ich habe ja wahnsinnig viele Playlist-Dinger erstellt da. Oder so. Ach, keine Ahnung, wie man das nennt. Soll ich den Kanal umbenennen eigentlich? Weil ich glaube, die meisten erwarten zu viel bei Fahrradsalon. Meine Frau ist schon zu viel Fahrrad. Eigentlich so, ja. Die würde mehr Familie. Viele von euch würden aber mehr Fahrrad. Und jetzt habe ich aber auch noch den Trödel. Wen interessiert das? Nur mich? Oder was? Denn der ganze pädagogische Teil, den wir hier haben. Unsere Tochter, die uns erzieht. Die war unter dem Sarg. Sarg. Unter dem Sarg war die. Ja, genau. Unter dem Sarg. Ja. Das ist unglaublich. Glück wieder da. Ich glaube, lass den mal lieber liegen. Hier, das ist doch toll. Das kann ich doch in die Fahrradsalon nennen. Wenn ich das jetzt reinstelle, das kann ich doch nicht bei Fahrradsalon hochladen. Oder kann ich das? Könnt ihr das differenzieren?
Ist das für euch in Ordnung? Wenn das eine mal eben so kommt und das andere mal so kommt. Und manchmal eben auch Tommy kocht. Dann nenne ich ja auch nicht. Nenne ich es ja auch nicht Kochsalon. Tommy kocht? Nein, kein Kochsalon. Rouletten haben ja auch nichts mit dem Fahrradsalon zu tun. Ich weiß, was für einen Salon Papa hat. Papasalon? Nein, Fahrradsalon. Na, Wahnsinn, da siehst du, Fahrradsalon. Also bleibt das Fahrradsalon, oder was? Oder muss ich das umbenennen immer? Soll ich das Family Channel nennen oder Reality Media? Fahrradballon. Fahrradballon, noch besser. Und wenn die Blase platzt? Ich däume. Nee, was machst du jetzt wieder hier? Du wolltest spielen gehen. Nein. Meine Frau will ihr Kind loswerden. Nein, ich mag, dass ich so bei mir rumgezuppelt wird. So. Ich gehe jetzt gleich in den Laden. Heute ist ein trüber Tag, aber ich werde, wie immer, ist ja aufräumen. Anni sagt. Soll ich dir die schwarze Hose und Waschmaschine schmeißen? Ich wollte jetzt heute eigentlich schwarz waschen. Na, jetzt halt's ja an. Jetzt ist es gerade schwierig. Ich brauche die ja immer von montags bis Samstag. Ja, aber dann muss die auch im Wäschekorb liegen, sonst kann ich sie ja nicht waschen. Das ist unsere Katze. Die ist übrigens auch Bestandteil der Vlogs. Ja, die wird immer gequält von mir. Ich muss meinen Käsefuß im Gesicht. Aber aufmerksam bist du. Ja, wenigstens für die auf Ansprache. Hier vorne, bei Papa. Das ist ein Grund aufzuräumen. Und sie zu suchen. So, wir sehen uns unten im Keller. Okay. Falscher Schlüssel. Wie war der Flohmarkt? War sogar ganz nett. Passabel. Ja. Und dann hier, das kam ich an, Sonntagmorgen, das stand ja bei Bianca, ich hatte ja das andere. Weg. Den Sattel geklaut. Ja, klar. Die Stütze geklaut. Ja, einfach so vorbeigehen halt. Achso, das mit Schnellspanner hast du nicht angeschlossen. Nee, und hier, das habe ich gerade so als Ersatz gefunden, aber ich dachte, ich hätte das nicht die Wahl. Von NSU. Ach, ja. NSU. Ja, Mensch. Jetzt, der Laden ist voll wie Sau. Nichts wird so richtig abgeholt. Einen großen Scheck habe ich hier noch liegen. Den muss ich jetzt noch machen. Ein Realfahrrad. Zünder. Noch nie was dran gemacht worden. 2 Jahre gefahren jetzt. Das Ding ist durch. Pedalen sind ab. Hier, die müssen mal getauscht werden, meinte sie. Ja, das müssen sie. Fälle. Hier reicht es auch schon ein. Da. So. Allgemein wäre schön, wenn das nicht mal wieder funktioniert, meinte sie auch. Und wir gucken uns das an. Also ich bringe das wieder auf Vordermann. Ist ja nicht viel dran. Die Lichtanlage muss funktionieren im Grunde genommen. Ist hier mal eine Laufrolle ruf wieder. Die Reifen müssen aufgepumpt werden. Da muss geschaut werden, der Bremsbelag sollte erneuert werden. Pedale müssen getauscht werden. Kette gespannt. Der Antrieb ist noch okay. Fertig. Feierabend. Okay Leute, der erste Auftrag der Woche. Und dann seid ihr gleich wieder voll dabei. Von Anfang bis Ende. Wackelt ein bisschen. Ich weiß. Also, Tommy repariert ein Check-up von einem Zünd-Up-Fahrer. Nicht wirklich kommentiert, einfach nur Arbeit. Vielleicht sage ich ab und zu mal, was ich mache, aber ich kommentiere das jetzt nicht mehr. Solche Sachen. Einfach schauen und lernen.
Moin. Hi. Ja? An meinem Fahrrad fehlt ein Bautenzug auf die Bremse. Ich habe einen neuen Bremshebel vorne reingebaut. Kann ich dir das hier lassen? Willst du da lassen? Mit? Genau, weil ich würde dann jetzt zur Arbeit gehen und dann später einfach. Ja, dann stell's mal unten hin, wenn du noch was findest. Ja. So, die neuen Pedalen sind dran. Jetzt lege ich die Kette auf, versuche ich zumindest. Das hat ja schon mal gut geklappt. So, hat auch gut geklappt. Spanne ich die Kette. Ist total locker. So, Kette haben wir. Pedalen haben wir.
Sind wir endlich fertig. Schaltung haben wir drauf. Back today? Is that right? I don't know, I have to look. Thanks. We're hoping to get one more day. You want one more day? Yeah, if they're due back today. Okay. So, do normal. Das Licht. Boah. Der Dynamo selbst funktioniert noch, aber die Laufrolle ist total runter. Die ist richtig, hier sind schon Löcher drin. Da muss man mal schauen, ob man da noch eine Zusatzlaufrolle rauf machen kann oder ob man den Dynamo tauschen muss. Wenn die Zusatzlaufrolle auch abrutscht, dann muss man halt den gesamten Dynamo tauschen. Der Kontakt ist hier raus, den stecke ich hier rein. Vielleicht das hinkriege. Haben wir. Gucken wir mal, ob es läuft grundsätzlich. Läuft vorne, läuft hinten. Wunderbar. Aber das Geraddel hört er ja selber. Zusatzlaufrolle. Tada! Dynamo-Kappe. Sozusagen. Oh. Geht sehr leicht auf. Ich würde mal sagen, wir probieren damit. Und wenn die immer wieder abfällt, naja, dann muss man halt den Dynamo tauschen. Jetzt kann man es erstmal, das kostet nicht viel, kostet 2 Euro, ja, die Aktion, dann ist das erledigt. Alles schick. Bremsbeläge sind runter. So, gehen wir weiter. Haben wir. Das haben wir, das ist fest. Ständer festschrauben. Schön, können wir auch. Also ist hinten alles erledigt. Gut, haben wir.
Tretlager ist fest, Ständer ist fest. Der sitzt da vorne zum Bremsbelag. Wie gesagt, wenn das nicht gefällt, hier die Schraubaktionen hier, die komplett drin gelassen werden, bitte einfach überspringen. Ihr könnt das gerne auch extra machen. Ihr müsst mal sagen, soll ich das im... Ihr könnt mir das auch gerne mal sagen, soll ich das denn komplett im Vlog immer mit drin lassen oder soll ich es extra hochladen, als Tommy repariert, uncut? Könnt ihr gerne mal sagen. Wenn es euch nicht stört, bleibt es im Vlog mit drin. Wenn nicht, ist der Vlog auch so voll genug. Dann muss man eben alles wieder trennen. Bitte. Tja. Also egal wie, ob das jetzt im Vlog erscheint oder extra erscheint, sagt mir einfach, wie ihr es gut findet. Findet ihr es gut so oder soll ich die ganzen Reparaturvideos weglassen und die im Winter erst hochladen, in der Winterzeit vielleicht. Vielleicht sollte ich das so machen. Genau, mache ich mir im Winter. Keine Ahnung. Genau. Damit die Vlogs nicht so lang werden, werde ich jetzt, ab jetzt, weil das ist manchmal zu lang für die Vlogs. Okay, ja. Dann mache ich das im Winter, lade ich diese Reparaturvideos hoch, allerdings ungeschnitten. Dann habt ihr ein bisschen Fahrrad auch im Winter. Allerdings von Dingen, den seht ihr jetzt quasi erst. Also den heute, den zeige ich jetzt nochmal im Vlog und alles zusammen. Aber in Zukunft, diese ganzen Reparaturvideos, versuche ich mal, dass ich die ein bisschen sammle, dass ich dann im Winter, zumindest den ersten Monat, wo ich zu habe, vielleicht oder so, vielleicht hängt dann irgendwie 20, 30 Reparaturen, mehr kriege ich ja jetzt eh nicht mehr zusammen, muss man ja oder zusammen, aber nächstes Jahr. Werde ich das dann so machen.
Gut, läuft. Wunderbar. Luft. Okay, das ist ein bisschen schlapp. Können wir ein bisschen nachziehen. Nicht zu doll, das ist ein Plastikhalter. Jetzt noch kaputt. Und der ist schon auseinander. Prüfen wir noch die Verschraubung hier vorne. Dann sind wir gleich durch. Das hier. Fest noch. Das hier. Fest genug. Das hier. Das ist alles fest, das ist alles in Ordnung. Steuersatz. Thank you.
Sehr gut, fertig. Klingel läuft. Bremse jetzt. Jetzt bringen wir noch die Schaltung. Einstellposition stimmt schon mal. Schleift irgendwo am Dynamo. Sehr gut, das war der Check. Der ist beendet. Viel Spaß beim Zuschauen. Habe ich was vergessen? Schreibt es in die Kommentare. Jo, und selbst lackierter Rahmen. Riecht auch noch der Lack. Frisch lackiert, war wohl mal rot oder so. Ja. Oder rot lackiert. Steuersatz ist noch überklebt. Naja. Hier vorne hört man die Speichennippel, die abgerissenen drin. Die hätte man vielleicht rausholen sollen. Fakt ist, Bremszug soll ich hier ran machen. Mach ich. Kommt neuer Bremszug ran. Bist du? So, ich kann dein Handy nicht anmachen, weil ich den PIN nicht kenne. Jetzt habe ich noch einen Versuch. Jetzt habe ich schon. Hast du den geändert? Hast mir fast gedacht, aber. Ich wollte jetzt das Risiko nicht reingehen, dass genau, du nicht mehr bist. In meiner Standard-PIN. Okay, ich wusste nicht, dass du das gehabt hast. Oder wusstest du nicht mehr? Loch in den Gürtel. Ja. Tja. Was man alles so macht. Okay, wie viel willst du dafür haben? Also, wenn Mr. Mindert, hatte ich immer einen Euro gegeben. Danke. Okay. Ciao, ciao. Ja, danke schön. Bitteschön. Loch in der Hose, in den Gürtel. Ich denke, ich machen muss. Reißverschlüsse reparieren, Loch in Löcher in den Gürtel. Ach so, bei jemand anderem. Bei jemand anders, ja. Kam so drin, ich habe abgenommen. Kannst du auch Löcher in den Gürtel machen? Gleiche? Nee. Naja, also, das wäre auffällig. Denn doch, aha. Das ist ein bisschen nee, eine andere. Lieferung für den Cruiser. 39636. Für bitte? Ja. Ja. Alter Schwede. Herr Müller. Aber. Ja, das ist schon ganz richtig so. Ja. Entsorgung und Recycling. Das ist ein zukunftsweisender Betrieb hier. Jetzt sehe ich. Zukunft weisen. Was hast du denn? Willst du hier anfangen? Ich habe keine Stellen mehr frei. Den sehe ich ja an deiner Wände. Was mit meinen Wände? Da sind keine Stellen mehr frei. Ja, keine Stellen mehr frei. So, 300. Na, warten nun. Naja, ich will es mal probieren. Nee. Wieso denn nicht? Doch, 50. Alle anderen dürfen nicht bescheißen und ich nicht, oder? 80. 70. 90? Nee, warte mal, stimmt nicht. Ich gebe nochmal her. Kennst du noch? Ich wechsle das gut. Eins. Ist doch frisch. Hör auf, ey. Hauen. Viel Spaß. Schönen Tag. Na, dir hoch. Tja, liebe Leute. Das lange Warten hat sich gelohnt. Der Cruiseraufbau geht weiter, ne? Find mein Fahrrad. Jetzt in der nächsten Episode sehen Sie Folgendes. Ohne Vorankündigung, sondern einfach nur, ihr seht Folgendes. Der Rahmen ist blank, wisst ihr ja schon. Jetzt noch einen coolen Spruch hinterher und Tommy wegen dem Skript. Der Tommy auch. Der Rahmen ist blank, der Tommy auch. Versteht er? Tja, liebe Leute, das lange Warten hat sich gelohnt, der Cruiseraufbau geht weiter. Find mein Fahrrad, jetzt in der nächsten Episode sehen Sie Folgendes. Der Rahmen ist blank, der Tommy auch. Der Rahmen ist blank, der Tommy auch. Das macht man nur, um die Jugend zu interessieren für die Vlogs.
Vlogs bei Tommy. Täglich neu, täglich öde. Also, letzten Altet Elektra, fresh from US&A. Und wir versuchen, dem Rahmen wieder einen neuen Schwung zu geben. Versteht er? Schwung. Ha, ha. Ist ja ein Cruiser. Wie auch immer, die billigen Witze hören jetzt auf. Das sei mal gesagt. Ich hol mal die Teile rein, die wir für den Cruiser schon da haben. Jetzt sind nämlich gerade Lieferung ist gekommen. Ein paar Teile sind da. Ich zeige sie euch jetzt gleich mal nacheinander. Thorsten ist da. Frisch gebackener Vater. Molto bene. Ja? Schön. Foto, zeig. Gulben, ja. Gulben. Wie du? Mini-Thorsten. Ah ja, ist okay. Fruchtwasser kommt raus. Genau. Steuersatz von Stronglight. Essen? Hol mir auch gleich was. Geniale Lampe, ey. Tada! Kettenradgarnitur. Plus Kelle. Und dann noch die Laufräder. Hoffe ich. Wie auch immer, auf alle Fälle sind die Laufräder da, Licht und so weiter und so weiter und so weiter. Wir fangen an mit dem Steuersatz. Und zwar, wie gesagt, Stronglight ist es. Stromleit, Steuersatz 1 Zoll, Schraub. Den nehmen wir mal hier auseinander, schmeißen diese üppige Verpackung wieder einmal weg, nahezu ungenutzt. Zu kotzen. Aber so ist es. Dann nehmen wir mal hier nach vorne. Ist ja geil. Ich habe den gerade aus der Verpackung genommen. Habt ihr ja gesehen, wa? Und hier fehlt eine Kugel drin. Ich fasse das nicht. Da fehlt eine Kugel. Gerade neu. Ich fasse das nicht. Ich packe aus und das ist Müll, ey. Der einzige Steuersatz, wo ich dachte, ein bisschen besserer 1 Zoll Stahlsteuersatz von Stronglight. Und der ist Müll, ey. Ich fasse das nicht. Ja, die alte Kettenradgarnitur kann ich gar nicht nehmen, die ist ja unterschiedlich. Das sind ja zwei verschiedene. Die kann ich doch nicht nehmen. Ich kann doch nicht so in und so in nehmen. Die Pedalen wollt ihr aber halten? Ey, aber ich bitte dich, ja, will ich auch neue nehmen. Bestell ich auch neue. Bestell ich halt neu. Die alten Dinger, da habe ich keinen Bock drauf. So geil aus. Und dann hat er da die alten Klumpen da dran, ey. Wie sieht der denn aus? Das ist gerade ein bisschen unbefriedigende Situation. Ich hätte gerne jetzt einen Steuersatz eingepasst, die Gabel eingebaut. Das hätte dann losgelegt. Vorderrad und Hinterrad und so. So macht das jetzt gerade keinen Spaß. Ein Ständer montiert. Fantastisch, ey. Ich ärgere mich. Weil ich so einen verfickten. Nimmst den raus aus der Packung und machst den auf und da fehlt eine Murmel. Ey, ein Steuersatz. Was ist denn da los?
perfekt. Perfekt. Wolfgang wieder mit Mütze, der Sheriff der Stadt. Der Sheriff. Sheriff der Bürgnerstraße. Ah ja. Das ist ein Jahr, wa? Total warm. Mhm. Haben wir gesagt, gestern oder gestern waren die Klimawandel, also der wird in 2 Jahren, 3 Jahren, gibt es hier einen Regen. Jetzt vorhin, jetzt bin ich jetzt los hier mit Donaustraße, ist der Donauquatsch. Donaustraße ist doch der Kopierladen, wa? Ja. Und da bin ich mir das kopiert doppelt, jetzt geht hier ins Baldige. Ja, ist ja richtig, so macht man nicht. Ja, ich weiß nicht, dann immer. Kannst du das nächste Mal. Ja, das hat schon immer gemacht. Ja, so lange wie ich das wieder am Kennen habe, immer gemacht. Und ich bin schon vor 3 Jahren, da musste ich kurz zum Wohlabend gehen in der Donaustraße. Und ich wollte irgendwann, da und da sagt, wir sind Pazoren, weil hier das machen sie nicht mehr. Und da haben sie mir das zum Platzkolli geschickt. Ich sage, toll, das sind meine Papiere. Ich erzähle, das sind meine Papiere. Ja, die haben sie im Schredder geschmissen. Ja. Die müssen sie noch mal hochschieben. Das sind 5 Jahre. Die haben auf dem Müllamt, die haben da Sprüche drauf. Das kannst du dir ja nicht vorstellen. Ich war jetzt heute davon angerufen, weil ich fahren, ab wann die auffahren, war, ab 11, ja. Ja. Das Ding da auf, das ist besetzt. Die Mitarbeiter sind alle, wie haben sie gesagt, in der Pause. Ja, also ungefähr. Die sind alle nicht ansprechbar. Versuche ich bitte, aber nicht ansprechbar. Das habe ich schon von 10 Uhr an bis jetzt mal vorher gedacht. Ich sehe die Scheiße um. Nur der Wiesig ein. Ich versuche den Freund, dass ich zu 11 Uhr da bin. So. Donnerstag ist dein Stichsägentermin oder was? Also, musst du sagen, wann? Also, ich nehme ja nicht. Ich habe noch nicht mal gesucht, deswegen ich muss ich erst mal gucken. Gewusst. Aber kann ich ja machen heute. Na, grüß dich. Der Lions Club ist komplett. Beim Haare schneiden oder was? Ne, war ich schon am Sonnabend. Beim Haare abbeißen. Ach so, das? Ich hab für deine Frau gesprochen vorhin. Hast du erzählt? Hast du auch gerade was zu essen mitgebracht, wa? Können wir mal probieren? Was hast du? Ja, das muss jede Portion. Ich hab gerade mir 10 Liter Öl geholt und hab frittiert. Bakura. Bakura? Was ist Bakura? Na, diese indisch frittierte Gemüsesachen. Ja, so drauf bin ich da jetzt noch nicht. Da habe ich einfach Kartoffeln geschält und Pommes gemacht. Es ist Bakura, belgische Bakura. Buletten. Wenn du echt Körper letzten Dienstag. Oh, was denn? Ach, das ist ja schon geschmiert noch nicht. Letzten Dienstag habe ich flache gelegen. Hast du schon Brötchen? Ja. Mit Butter? Also eigentlich selten. Also so ein bisschen Jahr, das könnte ich ja. Stimmt ja. Ja, aber ich will sagen, schon mal, die Ärzte da drüben an der Ecke, weil die müssen sich dann viel mal einhaben. Wieso? Ja, bei den Dynamen, aber die wird da am Samstag, bei der Vollwoche passiert jetzt da. Wer war denn da? Ja, die Vollwoche. Und was war da nun? Ja, hat doch hier die Gabi erst im Jahr erzählt, da, wie die geprügelt haben da. Geprügelt? Ja. Rausgeschmissen, der wollte rein, der hat sie wieder rausgezogen, also rausgeschmissen, die ganzen Klamotten. Und in dem Tag hat er eine Hilfe gerufen, Polizei gerufen. Da hat er die andere hier aus dem, von den Kollaps, von dem Kühlerstag, den seine Bekannte oder wie sie da arbeitet hat, dann hat er dann die Polizei gerufen. Ja. Doppelten ist das. Espresso? Nee, doppelten, weil die Fußballer haben. Meniskus und ein Rittberger. Doppelter Rittberger. Naja, und Tiefer. Und dann siehst du auch so. Ja, gib mal her, Nachtisch. Das ist echt ein Fahrradweg hier, oder? Danke. Ich will auch mal probieren. Was willst du denn da probieren? Eigentlich nichts. Das hat sehr lecker geschmeckt, Mika. Ja, ich war auch sehr erstaunt. Nee, weil das letzte Mal habe ich diese Brokkoli-Suppe zusammengeschissen und die war. Aber nee, du fandst die auch gut. Ich finde das alle gut. Memo an mich selbst, Schalthebel neunfach brauche ich. Gottes Willen, das ist ein Tit.
Mit Feierabend. Jetzt soll man abschließend noch zu sagen, ja nicht. Was für eine verrückte Welt. Mehr kann man dazu nicht sagen.